Herzlich willkommen zurück zur Let's Play The Forest. Mein Name ist Glabo, jawohl, wir müssen uns auch mal hinlegen hier. Ja, irgendwie ist alles so gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, dunkel draußen noch. Oh, Licht. Es werde Licht, der liebe Gott, fand den Schalter nicht. Oh, ich habe gerade ein Kabel unter meiner Maus. So, Entschuldigung dafür. So, wir waren dabei und werden hier den Wall bauen. Und da hatte ich doch eigentlich auch eingebaut, oder? Müssen wir doch jetzt erstmal gucken hier. Ja. Und hier haben wir auch einen Wall. Und dafür müssen wir jetzt erstmal ohne Ende Holz suchen. Und essen müssen wir. Und essen sollten wir eigentlich bei uns haben. Wir sollten hier erstmal Lichter machen. Ich nehme jetzt nur eine Folge auf. Hat einfach den Grund, weil am Mittwoch schon wieder ein Update kommen soll, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mittwoch oder Donnerstag. Diese Folge ist jetzt für Dienstag. Mittwoch, Donnerstag. Ja, und Donnerstag, wenn ich Glück habe, schaffe ich es wirklich mit einer neuen Aufnahme Dingens wirklich mit einem neuen Update dann gleich aufzunehmen. So. So sollte das doch alles ganz gut sein. Ja, mein mega geiles Haus, was unten drin ist. Dann haben mir welche gesagt, dass weiße Bäume, haben wir jetzt hier gar nicht, irgendwie weiße Bäume, heilige Bäume der Eingeborenen sind. Müssen wir mal ein bisschen im Augenwinkel weiterhin betrachten. Würde ich mal so sagen, ne? So, wir essen jetzt erstmal. Ja, bis jetzt haben uns die Eingeborenen ja hier noch nicht gefunden. Was essen wir denn heute? Ein Fisch? Meine, hier, richtiges Stück Fleisch hier, Alter. Ja. Das ist jetzt hier richtig. Ja, die Gebüsche müssen weg. Ich muss mal ganz kurz. Irgendwas stimmt gerade hier nicht. Ach. Seid ihr noch da? Ja, ich hoffe. V-Sync war aus. So. Ah, geht doch. So. Warum denn nicht gleich so? Was war das? Haben die mich gefunden? Haben die Parkpanner mich heute gefunden? Oh Mist. Das würde ich gar nicht gut finden. Ja, deswegen räumen wir jetzt erstmal hier die Bäume weg. Ich hoffe nicht, dass die Parkpanner uns gefunden haben. Das wird mir gar nicht gefallen. Echt nicht. Ja, auf jeden Fall werde ich versuchen, so die... Baumfell. So. Haben wir. Hey. So. Wir werden nämlich erstmal versuchen, nach hier oben hin den Wall zuzumachen. Auf die Seite. Weil da ja auch das blöde Dorf ist von denen. Und daher sollte das vielleicht schon ganz gut klappen dann. Jetzt brauchen wir mal wieder die Axt. Warum nimmt er die eigentlich jetzt immer außer Hand? Hat er doch früher nicht gemacht. Also vor dem letzten Update in dem Sinne. Mal abwarten hier. So, jetzt erstmal hier alles wegbollern. Weg mit dem Kram. Mit dem... Nein. Nein. Nach da bitte. Danke. Ja, komm runter, komm. Ha, haben wir ihn. So. Hier hätten wir noch drei. Einen haben wir dann noch. Sehr schön. Also hier ist keine Tür drin. Es ist blöd.
Aber gut. Was halt nicht ist, ist halt nicht. Aussuchen können wir uns das nicht. Wir machen mal lieber erst die Seite. Jetzt brauchen wir mal wieder unsere Mega-Axt. Wir machen die Mäher heute ein bisschen peinlich. Wir rutschen. Oh, der rutscht. Oh, toll, du rutscht. So. Weiter geht's. Mal hier aufhören. Hey. Hau doch. Dann halt nicht. Dann machst du doch selbst. Ah, sieht eigentlich alles ganz easy going aus. So, dann hauen wir den Kram nämlich down. Muss hier mal ganz kurz. So. Weiter geht's. Ja, alles schön kaputt machen. Na komm. So. Nach da bitte. Doch nicht nach da. Egal, Karl. Egal, Karl. Nimm doch mal die Axt bitte wieder in die Hand. Das müssen sie auf jeden Fall. Das müssen sie in meinen Augen auf jeden Fall wieder ändern. Sind denn die anderen Bäume? Hallo? Bäumchens, wo seid ihr? Ah, guck mal da. Da haben wir sie doch. Nichts passiert. Ein Glück. Sehr schön. Weiter geht's. Ey. Ich Trottel. Oh mein, du bist ein Trottel. So. Was läuft denn das heute so unrund, das Spiel? Das ist zum Beispiel so ein heiliger Baum. Hat mir zumindest jemand geschrieben. Dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und das sollen wohl wirklich heilige Bäume sein. Das ist gar nicht lustig gerade hier, weil der da vorne für komische Geräusche macht. So. Auf jeden Fall ist The Forest auch mit dem neuen Aufnahmetool. Und mit dem neuen Tonaufnahmen, ja, hauptsächlich eigentlich mit neuen Tonaufnahmen. Und ja, erhoffe mir, dass es dadurch viel angenehmer wird. Nach Dark. Nach. Dann halt nicht. Machen wir einen. Machen wir einen. Wo rollst du hin? Aua. Das tut jetzt auf einmal weh, oder was? Naja, gut, okay. So, den haben wir fertig. Und dann machen wir den. So, dann holen wir uns hier vorne gerade den Holzklotz. So. Ich weiß auch gar nicht, ob das so geplant ist, dass man so nicht durchlaufen kann, sondern nur gebückt. Oder liegt das daran, weil das so weit in der Erde ist? Könnte sein. So. Wie habe ich heute so ein dummes Gefühl hier? Ja, wo du wirst heute noch sterben. Nein! Will ich aber nicht. Wo sind die anderen Holzklötze? Oh Mann, gib mir die anderen Holzklötze. So. Machen wir weiter jetzt hier. Und trotzdem ein ganz dummes Gefühl hier gerade in dem Spiel. Ihr sollt mich doch einfach in Ruhe lassen. La 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 la.
Schlaft, meine kleinchen Tierchens, schlaft alle ein und lasst mich in Ruhe. Die machen mir alle ganz viel Angst. Ich fälle hier keine Bäume. Nein, ich bin ganz lieb und mache hier gar nichts. Ich lasse auch euren Wald ganz in Ruhe. Ja. Was war das gerade? Irgendwas habe ich geschlagen. Irgendwas habe ich geschlagen. Eine Feder? Ich mag es nicht. Ich mag es nicht, wenn ich... Die Nerven. Kriege Angst. Mama, helf mir. Einen brauchen wir noch. Eine noch, dann haben wir den ersten Wall fertig. Jetzt sind die bis da unten hingerollt. Jetzt aber weg hier. Die müssen mich auch essen. Hey. Habe ich jetzt einen am Ärmel? Den einen holen wir uns da noch. Haben wir noch irgendwie so einen kleinen Snack oder so? Ja, hier. Kauk. Die können wir ruhig mal trinken, dann kriegen wir ein bisschen Ausdauer. Und hier ist trotzdem nichts drin. Mit dem Rabbit Store, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. So, jetzt bin ich erstmal der Meinung, wir gehen jetzt erstmal gerade was essen. Und wieder hier ein bisschen bücken. So. Sieht ja schon sehr cool aus hier, ne? Geiler Ausblick. Absolut cool. Also ich finde es nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind sie. Gucken wir da noch welche rein? Ja, C. Nö. Anscheinend, doch, anscheinend schon. Anscheinend nicht, weiß ich nicht. Ja, mal sehen. So, heute gibt's Fisch. Fisch zum Abendbrot. Wo liegt eigentlich der Fisch? Fisch? Wo liegst du? Da unten. Da liegt der Fisch. Zwischen den alten verbrannten Holzschenkel. So, jetzt müssen wir noch die andere Seite komplett zumachen. Und dann haben wir eigentlich hier uns gut eingemauert. Ich weiß nicht, ob wir da oben komplett noch was langziehen müssen. Also, absolut keine Ahnung, das gut ist. Könnt ihr mir ja mal auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht sagt er ja was dazu, dass ich da oben vielleicht auch noch was hinbauen soll. Könnt ihr ja mal schreiben. So, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Und fällen. Hallo? Einer da? Hallo? Ich bin lieb. Ihr tut mir nichts, ich tue euch nichts. Und wir können Freunde werden. Ja? Nächstes Flugzeug, alle Personen bitte zu mir. Ja, wir wollen keine Armee gründen. Nein. Wir wollen alle nur Häuschen bauen und lieb sein. Mehr wollen wir gar nicht. Ja, der fällt sogar zur richtigen Seite. Sehr schön. Du musst schon etwas gehen. Ist das Wasser. Ja, das ist bei mir jetzt alles sehr wie soll ich das sagen? Dass alle Spiele, seit wo ich neu aufnehme, kann ich alle Spiele lauter spielen.
Also mit dem neuen Tonaufnahme etc. Waren das alle? Ne, da hatte ich auch noch einer, glaube ich. Kann ich halt alles viel, viel lauter spielen, sodass es euch aber der Ton in dem Sinne nur deutlicher wird und klarer in dem Sinne. Aber für mich kommen halt Geräusche zustande, die ich vorher nicht gehört habe. Und dadurch ist es für mich jedes Mal ein komplett neues Spielerlebnis. Gerade wenn du dann das erste Mal mit diesem Tool aufnimmst, alles ein bisschen lauter machst und guckst, wie es ist. Also das ist dann schon sehr komisch. Muss ich ganz ehrlich sagen, müsst ihr euch vorstellen, als er vorher ganz, ganz leise gehört hat. Es war nie ganz leise, aber halt, man hat das Wasser nicht gehört. Ja? Also so leise war es dann doch schon, wenn man ziemlich weit von weg war. Und wir sind ja jetzt nicht so dicht am Wasser dran. Aber es reicht, um jetzt mit der Aufnahme das Wasser leicht im Hintergrund zu hören. Das ist wirklich schon ein extremer Unterschied. Dann haben wir die nächste Mauer fertig. Ja, wenn wir die Seite auch zu haben, dann sieht es ja schon gar nicht so schlecht aus hier. Ein bisschen Panik hier. Hier ist es überhaupt gar nicht lustig. Letztes Mal wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Und heute habe ich wieder so ein Grummeln im Bauch. So, ja, könnt hier was ganz schön daneben gehen, du. Hey. Keine Ahnung. Fühlt sich alles gerade nicht so prickelnd an. Jetzt alle ganze Holz eingesammelt. Hier ist nichts mehr runtergerollt oder so. Hätte ja sein können. Dann bringen wir den auch weg. Was wir haben, haben wir erstmal. Ich glaube eh, dass wir hier auch noch einen hinmachen müssen. Weil da kann man gut durchhuschen. Na, jetzt haben wir ihn voll. Den Stickholder. Ja, wir haben schon wieder keine Stickies mehr. Ich würde gerne mal mit dem Ding schießen, ne? Point. Kann man die Pfeile eigentlich wieder aufheben? Wartet mal. Ja, die Pfeile sind weg. Okay. Okay. Die Pfeile sind weg. Das ist aber nicht doll. Na gut, vielleicht fügen sie das auch noch ein. Weil eigentlich müsste man ja Pfeile wieder aufheben können. Also wenn sie danach gehen. Wäre ja auch sehr nice, wenn sie das wieder aufheben würden. Also wenn man die wieder aufheben könnte. Und so. Wir schubsen die zu der Seite, wie wir möchten. Zieh mal an, als wenn da irgendwie Wasser wäre unter uns. So, dann bringen wir den hier auch noch weg. Komm. Einen brauchen wir noch. Dann haben wir den nächsten Wall fertig. Wo sind sie denn? In die Bäume. Da. Ich habe einen Orientierungssinn. Das ist ja fürchterlich. Oh, Junge, ich sollte mehr wieder so Survival Games wie DayZ und sowas spielen. Oh, leckt mich am A. Ist das laut gewesen? So, den haben wir. Und den auch. So, wir müssen mal wieder ein bisschen was essen. Wir haben schon wieder fast keine Ausdauer mehr. Fisch. Ah, Fisch gibt es doch eigentlich immer. Naja, egal. Oh, mir juckt der Fuß. Was das wohl ist, das ist die Syphilis.
So. Na komm. Na komm. Büchlein. Ich habe Hunger. Werde fertig. Nom, 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 nom. Oh, ganz lecker und vorzüglich. Ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten bei The Forest. Mein Name ist Gabur. Wir hören uns dann wieder, wenn der neue Patch da ist. Müsste eigentlich mit Donnerstag in dem Sinne passen, Leute. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich gehe da mal von aus. Hier, unsere geile Hütte, ja, wo wir uns schön verstecken können. So. Guck, guck. In meiner Hütte. Guck, guck. So. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Laui.